Klein, aber fein. So könnte man Bahnen auf Feldbahnspur bezeichnen. Früher für Transporte in der Landwirtschaft und Industrie genutzt. Heute gibt es fast nur noch Museums- und Parkeisenbahnen, die auf 600 mm Spur fahren. Begleiten Sie uns durch die über 150 Jahre lange Geschichte. Kommen Sie mit zum einst größten 600 mm Netz Europas, zur Mecklenburgischen Pommerschen Schmalspurbahn. Oder fahren Sie auf den Gleisen der Muskauer Waldeisenbahn gestern und heute. In seltenen alten Aufnahmen zeigen wir Ihnen den Bauzugbetrieb in den 30er Jahren und Trümmerbahnen nach dem Krieg. In der Gegenwart sind wir im Frankfurter Feldbahnmuseum bei den Parkeisenbahnen in Berlin und Chemnitz zu Gast. Auch die Museumsbahnen in Mühlenstroth, in Deinste oder die Orberkleinbahn kommen nicht zu kurz. 58 Minuten lang rumpeln wir über 600 mm Spur und erzählen Ihnen die Geschichte dazu.